So, meine Freunde, moin zusammen und heute das nächste Q&A. Ihr wisst das aus den anderen Q&As, da waren so viele Fragen noch übrig. Ich habe immer noch die Hälfte der Fragen übrig. Ich werde mir hier nochmal ein Packen raussuchen, einige davon beantworten und wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Interessante Frage direkt hier vom i30N77. Also Leute, beim i30N, sorry, wenn ich jetzt ablenke von der Frage, beim i30N könnte ich schwach werden, ne? Also ich habe ja mal gesagt, in dem einen oder anderen Livestream und auch Video, ich würde nicht mehr hingehen in der aktuellen Situation, weil wir wissen ja auch, was politisch hier in dem Land abgeht. Ne? Der Diesel wird uns gmadig geredet, die E-Autos werden gefördert, die Spritpreise sind seit dem 1. Januar explodiert. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen, wenn ihr mir bei TikTok oder auch bei Instagram, da auf jeden Fall folgen, auch für weitere Fragen zum Stellen, für die Q&As, mitbekommen, dass die Preise wirklich krass geworden sind. Und das Autofahren wird immer unattraktiver in Deutschland. Aber, auf die Ausgangsaussage von mir zurückzukommen, bei einem i30N würde ich echt schwach werden. Beim i30N hätte ich wirklich Bock drauf, mir so einen zu holen, weil das ist wirklich rundum ein Auto, der ist geil. Ein einziger Nachteil, hat keine Automatik, Schrägstrich, kein Doppelkupplungsgetriebe. Das wäre für mich, wenn er das hätte, rundum das perfekte Auto. Die Größe ist geil, er sieht verdammt schick aus, der Sound ist der Hammer, auch in der Version ohne 109 dB im Schein ist der richtig geil. Natürlich ist der 109 dB noch eine Ecke geiler, aber ich finde ihn einfach traumhaft. Ich finde ihn einfach geil. Das ist ein richtig cooler Wagen. Und die Community, die dahinter steckt, es gibt ja so viele i30N-Fahrer mittlerweile, richtig geil. So, aber das war nicht die Frage vom i30N77. Die Frage ist, ein neues Video zur Pflege, Schrägstrich Wäsche, eines folierten Autos. Das letzte ist schon was älter. Ich könnte mit der Sophia sprechen. Die hat ja jetzt wieder ein neues Auto. Die hat ja einen Porsche GT3 RS. Richtig schniekes Ding. Richtig geile Kiste. Und die lässt den ja auch folieren. Und dementsprechend, da könnte ich mal mit ihr sprechen, dass wir da ein neues Video machen, ja klar, weil ansonsten, ich habe einfach nicht so viele folierte Fahrzeuge in meinem Freundesbekanntenkreis. Das ist halt das grundlegende Problem. Wenn ich jetzt irgendwie Dingding oder so hätte, der ein Fahrzeug foliert hat, gar kein Problem, da könnte ich immer drauf zugreifen. So ist es für mich ein bisschen schwieriger. Um die Frage aber zu beantworten, mittlerweile bin ich da aber auch so auf dem Trip angekommen, bei Glanzfolie. Du musst unterscheiden, erstmal Glanzfolie oder matte Folie. Matte Folie ist nochmal ein ganz anderes Ding. Da zum Beispiel würde ich hier an die Petzold-Sachen greifen, Reiniger-Detailer genauso wie Sprühwachs, extra für matte Folien oder matte Lacke. Ansonsten bei Glanzfolie, wenn es eine gute, qualitative Folie ist, kannst du, ganz wichtig, fast, nochmal, fast alles an Produkten, nicht alle, aber fast alles an Produkten auch benutzen, weil eine Glanzfolie, sagt der Name ja schon, ist wie ein Metallic-Lack beispielsweise oder auch ein anderer Lack auf dem Auto, sodass du sagst, du möchtest ja einen Glanzeffekt haben. Das heißt, du kannst zum Beispiel hingehen, nimmst ein schönes Meguiars-Shampoo, nimmst ein Giant-Shampoo oder ähnliches und trägst einen Wachs auf die Folie auf. Natürlich, das geht auch, wenn das keine matte Folie ist, weil was versuchen wir mit den ganzen Produkten, die wir haben? Wir versuchen, einen möglichst sauberen Lack zu haben und auch einen möglichst glanzvollen Lack mit einer Farbauffrischung. Und dasselbe kannst du auch bei einer Folie machen. Immer der Hinweis dazu, bei einer Folie immer vorsichtig, unauffällige Stelle, irgendwo Kotflügel oder sonst was, irgendwo hinten Stoßstange, wo es nicht so auffällig ist, falls wirklich mal irgendwie die Farbe rausgezogen wird oder der Bereich matt wird oder sonst was passiert, testen, das ist wichtig. Aber ansonsten kannst du vieles anwenden. Was natürlich nicht geht, wo du aufpassen musst, wo ich es hier gerade im Augenwinkel sehe, zum Beispiel so ein Meguiars Wash Plus. Das ist ja ein Shampoo, wo wir verschiedene Versiegelungen und Wachse vom Lack runterholen können, weil da Polierkörper drin sind. Damit würde ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, genauso wie auch mit Normalpolituren auf folierten Fahrzeugen. Aber generell kann man viel mitmachen mittlerweile, ja. Zwei Sachen hier vom Momimo. Grüße gehen raus. Warum beantwortest du eigentlich keine PNs oder repostest öfter Stories? Ich bekomme einfach zu vieles. Ihr könnt das gerne machen. Ich gucke häufiger rein, aber manchmal ist es einfach zu viel, dass ich nicht hinterherkomme. Also es ist keine böse Absicht oder ähnliches. Als nächstes hat er noch eine Frage. Schwarze Kunststoffteile außen. Koch Chemie, Nano Magic Plast oder Dr. Wack Kunststoff glänzend. Also Dr. Wack kannst du natürlich hier als Farbauffrischung auch für den Außenbereich benutzen. Du kannst natürlich auch hingehen, wo habe ich das Nano Magic Plast Care? Hier hinten muss das, glaube ich, stehen, genau. Nano Magic Plast Care kannst du natürlich auch für den Außenbereich benutzen. Du willst natürlich jetzt wissen, was besser ist.
Also ich glaube, da würde ich eher auf Kochchemie gehen. Den Dr. Back-Bereich, den benutze ich sehr, sehr gerne im Innenbereich, obwohl der im Außenbereich auch gut war. Ich habe letztes Jahr bestimmt mein Video da mit der Stoßstange gesehen, die ich vom Schrottplatz besorgt habe. Das war schon auch ein geiler Effekt. Also das Nano Magic Plast Care, ich bin eher immer noch der Freund vom Kochchemie Plast Star. Das ist ja die Variante für Aufbereiter und so weiter. Wenn ihr daran kommen könnt, würde ich immer noch die bevorzugen, muss ich ganz klar sagen. Nächste Frage vom 361 Fati. Und ich finde das cool. Ihr könnt gerne Fragen rund um mein Auto stellen oder auch andere Fragen, die euch interessieren, sonst was. Das muss nicht nur rein auf Autopflege bezogen sein. Der fragt nämlich, willst du bei deinem Fünfer die Facelift-Rückleuchten nachrüsten? Und die sehen ja richtig geil aus, ne, mit den langgezogenen LED-Streifen. Wunderschön. Aber auch im Zubehör habe ich mal geguckt. Da liegen die bei 300, 400 € oder so. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. 14 Jahre altes Auto und ihr wisst, ihr kennt das Kostenexplosionsvideo vom Wagen, was da schon an tausenden Euro reingesteckt wurde. Da, ja gut, könnte man auf der einen Seite natürlich sagen, da machen die paar hundert Euro es auch nicht mehr aus, die kannst du jetzt auch noch investieren, Olli. Auf der anderen Seite sage ich, das ist so unwirtschaftlich und es bringt mir ja nichts. Weißt du, wenn das jetzt irgendwie ein Komfortgewinn wäre, ich sitze im Auto, sitze dadurch irgendwie besser. So zum Beispiel, warum habe ich das Lenkrad neu gemacht? Weil ich das Ding die ganze Zeit anfasse. Und wenn du in einem Auto, ein gebrauchtes Auto kaufst, dann hast du so ein speckiges, altes Scheißlenkrad, was bei mir wirklich versifft war. Bei 240.000 habe ich den Kilometer, habe ich den Wagen gekauft. Dann ist es total unattraktiv, das nicht zu machen, weil du das Ding immer anfasst. Das macht so viel aus. Das ist deine Verbindung zum Auto. Aber bei den Rückleuchten, die sehe ich ja im Endeffekt noch nicht mal. Die sehe ich vielleicht, wenn ich zum Auto hingehe und das Ding aufschließe. Aber ansonsten sehen das nur die anderen. Und was die anderen sehen, interessiert mich ein Scheißdreck, ehrlich gesagt. Ja. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Und ich weiß, viele wollen das, dass ich das mache. Ich weiß das. Ja, die nächste Frage vom DP36. Wo holst du deine Motivation für die Fahrzeugpflege und das ganze 3D-Drucken her? Hobby. Das ist eigentlich wirklich easy zum Antworten. Klar. Also. Du hast, bei mir ist es so, ihr könnt es ja mal von eurer Wahrnehmung in die Kommentare schreiben. Ich habe es häufiger, oder bei schlechtem Wetter, bei schlechter Jahreszeit, dass man mal auf gar nichts Bock hat, dass man auch nicht Bock hat, in die Waschanlage zu fahren, weil da vielleicht wieder irgendein Typ dann hinter dir steht, der meckert, was brauchst du denn da so lange mit dem Emmer, mach mal voran, was weiß ich, so ein Scheißdreck. Haben wir alle schon erlebt. Da hast du keinen Bock drauf. Zu Hause waschen, tiefenentspannt, nebenbei gesagt. Aber ihr wisst das auch aus meinen Videos zur Winterzeit, da war auch weniger hier im Kanal los. Jetzt aktuell bin ich wieder komplett im Flow drin, hab richtig Bock, viel mehr zu machen, rauszukommen aus der Bude durch die ganze C-Situation von 2020 mit Lockdown hier, Lockdown da und so weiter. Ist das natürlich auch eine schöne Abwechslung, rauszukommen, mal hier und da ein bisschen was zu machen, was zu erleben. Deswegen, da brauche ich gar nicht so, oder da ist die Motivation eigentlich ganz gut gegeben und da. Um auf den 3D-Drucker zuzukommen. Und einige von euch werden das mitbekommen haben. Bei Instagram habe ich ja einiges dazu schon gepostet. Folgt mir da auf jeden Fall. Hier, Gloria FM30 Automatik. Und das hier ist so ein Teil, das ich gedruckt habe für meinen oder mit meinem 3D-Drucker. Zack. Und dann guckt euch das mal an. Aber das sind alles noch Prototypen. Da kommt ja noch was zu. Zack. Hier haben wir so eine Automatikversion jetzt für die Gloria FM30. Für die FM10 habe ich da was gemacht. Warum mache ich das? Das macht mir irgendwie Spaß. Und ich bin aber nicht der Typ, der jetzt hingeht und druckt sich irgendwie, keine Ahnung, eine Captain Future-Figur wollte letztens einer irgendwie, dass ich sowas drucke. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich drucke mir keine Deko. Ich drucke mir funktionale Sachen. Ich entwickle selber mit Fusion 360 funktionale Sachen, sodass mein Alltag leichter wird, dass ich es bequemer habe. Weil ich bin halt generell na, wie sagt man, ein fauler Mensch. Und wenn ich es mir irgendwie durch ein paar verschiedene Sachen einfacher und bequemer machen kann, dass mein Leben erleichtert wird, ist das eine geile Nummer. Ja, und deswegen, das ist so eigentlich nicht, wo holst du die Motivation? Das ist meine Motivation. Nächste Frage vom Yannick XS-Unterstrich. Schon mal Meguiar's Hybrid Ceramic Wax probiert? Das ist die blaue Flasche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsste dementsprechend hier stehen. Ja, genau. Rück, komm her. Ich muss mal echt dringend ausmisten und aufräumen. Das ist die hier. Habe ich ein Video zu gemacht. Ich bin enttäuscht vom Produkt. Ich bin enttäuscht, weil es muss doppelt angewendet werden beim ersten Mal. Das bedeutet, du hast den nackten Lack. Du hast den Lack hier beispielsweise mit dem Meguiar's Wash Plus vorher komplett von jeglicher Versiegelung, Schrägstrich Wachs entfernt. Okay. Und dann musst du hingehen und trägst das Hybrid Wax auf,
muss danach aber nochmal eine Schicht auftragen, wie war das? Und dann runterspülen irgendwie so. Guck nochmal mein Video. Ich fand es so unangenehm auf jeden Fall, dass man noch zwei Schritte machen muss. Warum? Ein Giant Wetcoat beispielsweise, kannst du hingehen, sprühst du auf, sprühst du runter mit dem Hochdruckreiniger und das war's. Das Ding ist drauf. Haben wir auch im Vergleich gezeigt mit dem Sonax, irgendwo hier wird's rumstehen. Wisst ihr, wie viele Dinger hinter dem Regal liegen? Ihr wolltet gar nicht wissen. Auf jeden Fall, das finde ich unattraktiv. Hat mich nicht überzeugt, das Produkt. Könnt ihr eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Schöne Frage hier von Martin GTI. Grüße gehen raus an den Golf. Welche Glasversiegelung kannst du empfehlen, welche eher nicht? Glasversiegelung ist genauso wie auch bei anderen Wachsen und Versiegeln immer so eine Frage des persönlichen Geschmacks. Also wenn es einfach und schnell gehen soll, ganz ehrlich, ein Soft 99 Glaco. Das ist halt eine richtig geile Nummer. Es gibt ja mittlerweile von Giant auch so eine Variante des schnellen Auftragens. Die haben ja auch noch das Few, also die Versiegelung von denen, die steckt da hinten irgendwo. Und ihr merkt das ja auch, wenn die Produkte weiter hinten stehen, habe ich sie länger nicht benutzt. Ne? Ist sogar noch original verpackt, habe ich hier. Giant Few ist die Versiegelung von denen. Die ist auch ganz cool, ist aber deutlich aufwendiger anzuwenden. Genauso hier drüben steht sie auch noch. Die Glasversiegelung Ultra Glas von Nanolex, auch eine geile Nummer. Es ist immer die Frage, willst du ein bisschen längere Standzeit? Das Nanolex zum Beispiel, da habe ich bei mir damals um E89 Z4 drauf. Saugeiles Zeug, keine ratternden Scheibenwischer, also unterm Strich, das empfehle ich wirklich uneingeschränkt. Kommt natürlich aber auch immer auf die Glasscheibe irgendwie an, wie beim Auto, ist auch der Lack immer anders bei jedem Hersteller. Und es kommt auch auf die Scheibenwischer an, habe ich das Gefühl mittlerweile. Weil beim Soft 99 Glaco, das ist so ein Nachteil, da hat es bei dem einen oder anderen schon mal gerne angefangen zu rattern mit den Scheibenwischern. Beim Nanolex, bei mir, nichts. Gar nichts. Guckt euch meine alten Videos dazu gerne mal an. Also von daher, wenn du wirklich eine Empfehlung willst, dann würde ich bei Nanolex Ultra Glas gehen. Ist aber ein bisschen aufwendiger vom Auftragen her. Coole Frage vom Daniel AP. Was hältst du von der Idee, einen Felgenreiniger mit einem Schaumsprüher aufzutragen? Direkt vorweg, Schwachsinn. Nein, das macht keinen Sinn, weil ich glaube, du hast das falsche Wort verwendet. Ich glaube nicht, dass es inhaltlich falsch ist. Das hier ist ein Schaumsprüher. Das siehst du ja vorne auch an der Düse schon direkt. Das ist ein Schaumsprüher, der dient dazu, Schaum zu erzeugen. Was du aber machen kannst, du kannst hingehen und einen Drucksprüher nehmen. Drucksprüher sind solche Sachen hier. Oh, jetzt ist... Ne? Das ist ein Drucksprüher, genau. Oder halt, das ist eine Pumpflasche eigentlich und das hier ist ein Drucksprüher. Wenn du den aufpumpst, boah, ist schon voll. Ne, den mache ich aber jetzt nicht hier drin mit dem Felgenreiniger. Das ist eine geile Nummer. Das ist viel, viel bequemer, ein paar Mal pumpen kurz oder ein paar Mal drücken, als bei, je nachdem, was man für einen Felgenreiniger nimmt. Zum Beispiel ein Tuga, muss man wirklich sagen, ist, wie ich finde, einer der schlechtesten Sprühköpfe, die es gibt. Der Trigger ist viel zu kurz hier vorne und der zerstäubt halt nicht sauber. Scheiße, da war der Akku leer. Aber ich glaube eigentlich, die Frage war auch beantwortet. Und dementsprechend, Leute, danke fürs Einschalten. Vielen Dank dafür. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus. Feierabend jetzt an dieser Stelle und weitere Fragen gerne unten rein. Bei Instagram auf jeden Fall folgen. Da bin ich sehr aktiv in der letzten Zeit wieder. Haut rein, bis zum nächsten. Danke und ciao.